Servus, Hallihallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, tatsächlich immer noch ohne Facecam, aber das ist auch erstmal die letzte Aufnahmesession, beziehungsweise Aufnahme der jetzigen Session. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall noch. Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sollten mal anfangen, das Feld zu düngen. Gekalkt habe ich im letzten Durchlauf gehabt. Das bedeutet also, ich habe noch zwei Durchläufe komplett Zeit ohne Kalk oder kalkend zu müssen. So, Puff Peng. Wir haben ja auch noch tatsächlich, also der Streuer ist auch noch absolut voll. So. Dann können wir eben kurz gucken, wie viele Ballen hier drin sind. Das sind 50 Quaderballen. Das ist nicht schlecht. Also ist eine ganz gute Ausbeute gewesen. 50 Billikes pro Start. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann ziehen wir erstmal hier weiter. Dann lasse ich nochmal eben kurz gucken. Also wir haben hier jetzt 50 Quaderballen. Könnte ich jetzt mal eben kurz nochmal einsteigen. Also wenn die 9500er waren. Ja, von mir aus. Wir gehen nochmal kurz gucken. Aber ich meine, das waren 9500 Liter pro Ballen. So, lass mich nochmal eben kurz gucken. 9000 Liter. So. Dann haben wir da 450.000 Liter, die zum Preis von 450. So. Machen wir nämlich hier. So. Ich rechne das übrigens gerade aus für euch. Dann haben wir nämlich hier die 450. Ja, weil 450 billig ist. Oder beziehungsweise 4.500. So. Ne, jetzt. Okay. Okay. Sind also ungefähr 40.000. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Je nachdem, was Pascal dann an dem Tag bezahlt, es ist nicht schlecht. So, wir düngen hier erstmal komplett durch. Ja. Dann ziehe ich mit dem Grubber hinterher. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür brauche ich aber einen zweiten Traktor. Dann nehmen wir uns den Grubber und dann schmeiße ich den mit dem Grubber direkt hinterher, damit das sofort funktioniert. Hier haben wir natürlich noch den Frontlader dran, aber macht jetzt nichts. Ach, das geht ja gar nicht. Shit. Ich habe was ganz vergessen. Bei der zweiten Fahrt müssen wir erstmal hier pausieren. Weil wir haben nämlich das Problem, dass wenn wir jetzt anfangen, hier jetzt zu grubbern, hält er sich nämlich ein bisschen wacker und dreht total am Rad. Und das wollte ich eigentlich jetzt gerade vermeiden. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Weil er zieht dann irgendwelche kurvischen Kurven und so weiter, weil er halt nicht bis an die Grenze hier vorne rankommt. Deswegen müssen wir jetzt einmal kurz eben einmal komplett rundum fahren und dann rundum grubbern und dann haben wir es. Habe ich beinahe vergessen. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal hier lang und ziehe schon mal links die Kurve rein. Ja, da haben wir nicht mehr gedüngt. Shit. Hat die Reichweite nicht mehr gereicht, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Macht aber auch nichts. Ja, gut. Ich habe mir eigentlich kein Gesprächsthema hier überlegt, weil das eine kleine spontane Aktion war, das hier noch mit aufzunehmen, mit Commentary.
Ich würde gerne tatsächlich hier jetzt einfach die Möglichkeit geben, um euch so bis jetzt zum Feedback zu fragen. Ich habe ja bis jetzt leider noch keine Kommentare erhalten zum Feedback mäßig, also ob das Projekt gut ist oder schlecht. Die Klickzahlen sprechen natürlich für sich selber. Aber im Großen und Ganzen muss ich da tatsächlich sagen, ich habe da noch keine konstruktive Kritik bekommen. Ob jetzt irgendwas mit der Qualität schlecht ist oder ob das generell vom Content her überhaupt gar nicht passt. Also in Richtung, eigentlich in Richtung von LS, dass sich das überhaupt gar nicht interessiert. Also es wäre vielleicht schön, wenn wir uns da eventuell in den nächsten paar Parts mal darüber unterhalten könnten. Weil hier fließt natürlich viel Herzblut in dieses Projekt. Und ich habe auch Unmengen an Spaß. Aber ich lebe natürlich auch von der Resonanz von euch, ne? Also, nochmal eben kurz kleiner Aufruf. Ihr könnt mir gerne konstruktive Kritik natürlich mitteilen. Und es würde mich auch freuen, wenn wir da den einen oder anderen Kommentar zu hätten. So. Die erste Seite ist gleich schon fertig. Ist natürlich ein hartes Stückchen hier vorne, weil wir hier ziemlich viel Dünger verbrauchen. Und ja, wir verbrauchen ja auch viel Arbeitsmaterial, also Verschleißkosten etc. Hier müssen wir übrigens nochmal hin. Hier bin ich ein bisschen ausgebrochen. Leider. Ja, ist scheiße. So halten wir uns ungefähr. Das sollte passen. Ja, in Zukunft möchte ich wahrscheinlich auf eine Flüssigdüngerspritze gehen. Zumindest habe ich mir überlegt, mir das mal anzuschauen. Ist ja bis jetzt noch nicht mal zum Thema gekommen. Beziehungsweise, ich habe mir das noch nicht einmal einfallen lassen, beziehungsweise überhaupt mal darüber nachgedacht. Prinzipiell würde ich tatsächlich sagen, dass dass beides positiv wie auch negativ ist, ne? Also beispielsweise für den Fall, alle drei Geräte werden zeitgleich benötigt, also eine Feldspritze, eine Kalk, ein Kalker, in dem Fall jetzt hier natürlich einen Düngestreuer. Also man bräuchte die Feldspritze, den Düngestreuer und den Grubber gleichzeitig. Hätte man natürlich weiterhin das Problem, dass wir noch gar keinen dritten Transporter haben, beziehungsweise dritten Traktor. Also es ist da schon mal ein bisschen überflüssig, der Punkt. Andererseits ist es natürlich so, dass wir dann hätten kalken können und gleichzeitig mit der Feldspritze hantieren. Also es hat auf jeden Fall alles Pros und Kontras und es liegt an mir und natürlich auch an euch, ob wir uns das in nächster Zeit mal erlauben können. Also so eine schöne Feldspritze. Ich habe nichts dagegen. Normale wäre bei 33 Metern. Wir könnten gezielter bestimmte Bereiche düngen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Kosten-Nutzen-Faktor. Also wie viel wirklich brauche ich eine neue Spritze, wenn ich jetzt wirklich sage, in Ordnung. Ich bin jetzt zu faul, ich will jetzt unbedingt eigentlich auf der einen Seite kalken und auf der anderen Seite mit dem Düngestreuer hantieren, wobei es auch ein bisschen, ja, macht auch nicht viel Sinn, beide gleichzeitig zu benutzen, aber natürlich immer noch den Unterschied haben, den großen Unterschied, dass wir, wenn wir vorher kalken wollen, dann müssten wir uns ganz genau einen Zeitpunkt aussuchen, wo die Kalkmaschine prinzipiell etwas schneller ist wie die Feldspritze. Das heißt, wir müssten den Tempomat runtersetzen von der Feldspritze, was natürlich einen erhöhten Verbrauch von Dünger zur Folge hat. Ja, also eins von beiden, es ist eine Überlegung wert, ja, weil letzten Endes muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine super Angelegenheit, 33 Meter, aber wenn man im Vorhinein schon kalken muss, kann man das auch eigentlich nur einzeln machen. Das heißt, dieser Mehrwertfaktor, ja, wir können jetzt das Zeug schneller und besser erarbeiten, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Punkt für eine Pro- und Kontraliste. Aber für den Fall, dass man nur eine große Fläche ohne diesen Kalkstreuer haben muss,
Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist das natürlich ein eindeutiger Pluspunkt. Also 33 Meter. Ich glaube, ich habe jetzt bei meinem aktuellen Düngestreuer ungefähr 18. Ungefähr, glaube ich. Ja, 6 Meter Streuteller. Also so ungefähr 18 bis 20 Meter. So, und 33 ist dann natürlich schon mal eine heftige Sache. Das ist wirklich ganz schön heftig. Aber, wie ich ja schon gerade gesagt habe, es muss auch irgendwie ein bisschen logisch sein, wenn wir wirklich alles umstellen wollen. Weil dann brauche ich tatsächlich auch einen neuen Tank. Ich glaube nicht, dass der Mineraldünger, also wir müssten generell erstmal sowieso 20.000 Liter Mineraldünger leer streuen. Also da sind wir noch einige Sessions, einige Aufnahmesessions auf jeden Fall noch zugange. Aber wenn das leer wäre, rein hypothetisch, würde ich mich jetzt gerade spontan tatsächlich für die 33er-Variante entscheiden. Also wir haben ja da auch zwei Feldspritzen im Angebot. Einmal die von Hardy mit 5.200 und 33 Meter für 75.000. Und einmal die blaue dort hinten. Da weiß ich jetzt aber gerade den Namen nicht auswendig. Und die einmal, die Bearthaut. Da ist natürlich das Problem, die hat einen kleineren Tank, ist dafür aber standardmäßig bei 33 Metern. Ja, also wir hätten einen guten Punkt, wo mehr, wenn wir Geld sparen wollen würden, aber wenn wir natürlich auf mehr Reichweite gehen, beziehungsweise mehr Aushaltevermögen, dann müssen wir natürlich eindeutig die von Hardy nehmen oder Hardy. Weil da ist gegeben, dass wir auch eben mit einem erhöhten Tank viel, viel mehr wegmachen, ne? Also ist schon ziemlich interessant und es kommt halt da auch wieder komplett auf die Spielweise an. Ich kann nie genau sagen, was der morgige Tag bringt, weil ich mich immer relativ spontan zu solchen Sachen hinreißen lasse. Gerade was so Sonderangebote angeht, dann sehe ich das, ja, könnte man mal machen. Und dann fängt man an. Beispielsweise hier. Der Deutz ist halt einfach ein. Es sind so viele mittlere und leichte Traktoren zum Kaufen. Also theoretisch könnte man am Anfang dermaßen viel Geld sparen, indem man auf kleinere Geräte setzt, aber dann halt auf den maximalen Ernteertrag. Könnte man alles machen, rein hypothetisch. Wenn man sich nicht so viel Mühe geben würde, am Anfang direkt bankrott zu gehen. Weil ich habe ja auch am Anfang Kredit reingehauen. Ich habe ja alles Mögliche gemacht, damit wir halt ins Hühnergeschäft einsteigen, weil ich halt gemerkt habe, nur Landwirtschaft ist viel, viel, viel zu wenig. Also es deckt kaum die Kosten, die du mal oder die man wirklich für den Unterhalt von Fahrzeugen, zum Neuausrüsten von neuen Fahrzeugen, zum Nachrüsten eventuell für neue Fahrzeuge. Also es rentiert sich wirklich kaum, es sei denn, du hast natürlich einen extremen Vorteil in Sache, wie ja, ich habe jetzt 50 Felder oder so, dann rentiert sich das vielleicht. Aber im Grundprinzip würde ich sagen, es ist nicht unbedingt die Landwirtschaft, die einen reich macht. Und vor allem nicht, wenn man, also wenn man auf Zeit spielt, ist es in Ordnung. Aber wenn man doch etwas Konkurrenz hat, etwas Zeitdruck, dass man ja auch nicht zurückfallen möchte, technologietechnisch, vielleicht sogar gerätetechnisch, also nicht nur die Weiterverwendung von deinem Gefährt, sondern auch wirklich die Transformation zu neueren und größeren Traktoren oder generell Geräten. Dann ist es wirklich, also dann hast du mit den Hühnereiern wirklich ganz, ganz leichten Gang. Also wirklich, wirklich ganz, ganz leichten. Ich würde das Ganze tatsächlich, ja. Also ich würde jetzt nicht einfach hingehen und sagen, dass die Landwirtschaft sich in keinem Fall lohnt, aber man muss definitiv genügend Hektar haben, zur Verfügung haben, um eine riesige Menge an Zeug produzieren zu können oder erstmal saattechnisch ausbringen zu können. Das bedeutet also auch, du musst natürlich
alle Kosten berücksichtigen, ja. Unterhalt von den Fahrzeugen, natürlich auch die Stunden, die du dafür zugänglich bist. Dann das gesamte Gerät, Benzin, vielleicht gehen sogar tatsächlich Teile kaputt. Also es ist alles ein riesengroßes Mysterium. Und in meinem Fall würde ich tatsächlich sagen, wir schwenken ja auch komplett aus. Also ich schwenke ja gerade total aus. Aber im Grunde ist die Landwirtschaft an sich nur profitabel, wenn man auch dementsprechend viel Hektar hat. Also mit so kleinen Feldern, so jetzt hier zum Beispiel die 38, 39, das wäre jetzt schon ein bisschen was gewesen. Mit der 40 gemeinsam in der alten Form könnte man auch noch was machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die 41 und die 40 hast, da kannst du einpacken. Also bis du da genügend Geld hast und du hast ja auch dann monatlich nochmal bestimmte Kosten, weil Gebäude und Fahrzeuge kosten ja auch Unterhalt. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist schwer. Also man darf das niemals unterschätzen. Niemals. Wenn du es dann mal unterschätzt, dann ist natürlich die Kiste aus. Dann ist natürlich die Kiste aus und das merkt man relativ schnell. Also das ist nicht wie bei anderen Sachen. Beispielsweise, wenn du dich jetzt für einen Traktor verschuldest, ja, da hast du langfristig was von. Oder wenn du jetzt ein Gebäude baust, das verliert nicht statisch an Wert. Soweit ich weiß. Also es verliert natürlich, weil du es verkaufen würdest, abreißen würdest und die Materialien wieder verkaufen würdest. Da verlierst du einen bestimmten Prozentsatz, aber im Grundprinzip ist es nicht wie bei einem Traktor, dass du irgendwann sagen musst, okay, jetzt brauche ich aber ein neues Gebäude, weil sich das alte nicht lohnt, sondern einfach, weil es eventuell dann tatsächlich scheiße aussieht, weil du doch eventuell ein bisschen was anders bauen wolltest oder ein bisschen umbauen wolltest. Das sind so prinzipiell ein paar Sachen, die man natürlich ja, als guter Landwirt einkalkuliert. Und sagt, ja, aber wenn ich jetzt einmal Hühnerbauer bin, dann bleibe ich auch Hühnerbauer. Das weiß halt niemand. Also niemand weiß, ob ich jetzt nicht in 2 Wochen total durchdrehe und der größte Schweinezüchter auf der gesamten Welt werde. Also im Grundprinzip reicht die Landwirtschaft an sich so nicht aus. Dafür sind die Preise im Vanilla-Game zu unentschlossen. Und generell, also klar, du hast dann, was haben wir jetzt gehabt? 100.000, so. 100.000, so. Und dann haben wir einen Weizenpreis von im besten Fall 739 pro 1.000. Ja. Also das sind solche Miniaturzonen, da musst du schon 3-4 Ernten durchbringen und da darf nichts bei schief gehen. Also du darfst kein Geld ausgeben für Gebäude, für neues Gerät, da darf auch eigentlich kein großes Gerät kaputt gehen. Und alles in allem, ich bin da ganz ehrlich, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Sehr, 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 sehr vorsichtig. Weil nur von der Landwirtschaft könnte ich das Spiel so nicht spielen. Da hätte ich wahrscheinlich kein Interesse dran. Nur so ein reiner Ackerbauer, das hat ja auch keinen Mehrwert. Also, was baust du denn dann da? Du baust da so ein Gebäude hin, dekorierst so ein bisschen deinen Hof. Ja, und dann machst du gar nichts mehr. Dann fährst du 5-mal oder 6-mal über das Feld, holst dir tausende Feldfrüchte rein, gehst vielleicht mal auf Kartoffeln, um ein bisschen Individualität bieten, gehst mal vielleicht auf Rüben oder Baumwolle von mir aus, alles in allem. Und dann stehst du da und denkst dir so, ja toll, jetzt warte ich wieder 6 Monate, in denen ich auch nichts machen kann. Ich kann mich um keine Tiere kümmern. Was man natürlich machen könnte, wäre der Fall natürlich, dass man dann sagt, man macht irgendwelche Lohnarbeiten. Aber auch das wird dir nach der 20. Lohnarbeit, stinkt dir das irgendwann, die gleiche Scheiße die ganze Zeit zu machen. Und dann stehst du da, aber normalerweise ist das Game. Oder was ich halt noch nie wirklich genug gemacht habe, war zum Beispiel der Forstwirt. Weißt du, dass so viele Leute da so unfassbar viel Spaß dran haben und ich stehe da und denke mir so, ja, Leute, ich bin froh, wenn ich mit meinem Frontlader keinen Unfall baue beim Palettenabladen und ihr macht da einen halben Flickflack und holt euch da tausende Baumstämme auf einem Wagen und fahrt die Dinger. Also bei mir wäre das der totale Absturz. Eventuell, weil ich es mit Gamepad spiele, beziehungsweise jetzt momentan spiele ich es ja auf der PlayStation 5 und generell dann eben mit Controller. Also alles in allem wäre ich tatsächlich überhaupt nicht der Fall davon.
Aber um das Thema abschließend nochmal auf den Punkt zu bringen, Landwirtschaft ist, glaube ich, nur in der zweiten Form möglich, also dass du noch irgendwas nebenher machst, weil an sich sonst finde ich das sehr, sehr langweilig. Wenn ich jetzt nämlich meine Hühner hätte, die in jedem Dezember, sobald ich 4 oder 5 Paletten voll habe, ja so 280 bis 320 oder sogar mehr Geld bringen und ich davon neue Geräte kaufen kann, ja wohin fieber ich denn? Ich fieber dann immer zur nächsten Saat hin oder Erntezeit, aber im Grundprinzip drehst du dich die ganze Zeit nur im Kreis. Du hast ja nichts, was du nebenher machst. Das ist ja am Anfang auch das riesige Problem gewesen, womit ich die Videoparts kaum füllen konnte. Also wenn wir da nicht so viel Lohnarbeit gemacht hätten, schwierige Sache. Aber wir sind ja mittlerweile auf dem Stand, dass man es ja auch irgendwie versucht. Ne? Also man versucht ja wirklich eine Möglichkeit zu finden, wie jetzt einfach drauf losbrabbeln. Du kommst von Höchstgen auf Stöckskin und dann findet sich das Videothema ganz von alleine. Ne? Ich rede ja jetzt gerade mit mir selber, beziehungsweise mit euch, aber jetzt gerade zur Zeit rede ich absolut mit mir selber und erzähle eigentlich, wie unprofitabel die Landwirtschaft ist, während ich mit meinem Grubber hier übers Feld fahre. Das ist schon doppeldeutig und ist es schon ziemlich lustig. Eigentlich wäre das ja auch ein Thema für einen Podcast. Ich glaube, ich mache auch mal einfach einen Podcast. Einfach so, nein, komm, Spaß beiseite. Ich denke nicht, dass das ein LS22 Podcast, ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Also zumindest nicht in meiner derzeitigen Community-Ausrichtung. So, wir machen das hier noch weg. Und dann war es das erstmal für die Aufnahmesession. Ich lasse die Helfer hier gleich weiterarbeiten und werde euch hier nicht mehr langweilen damit. Ist ja bis jetzt gut gehandhabt worden. Auch wenn ich jetzt nur Online-Parts machen würde, würdet ihr ja sehen, wie wenig Parts da kommen würden. Und ihr seht ja auch anhand der Spielzeit, die ich ja immer am Anfang der Timelapse reinschreiben lasse, so ab der ersten Minute oder was. Seht ihr natürlich auch die reale Spielzeit. Ich habe in den letzten 16 Stunden Aufnahmematerial gerendert und hochgeladen. Also es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank, was ich mit meinem Traktor schon über den Acker gefahren bin. Der hat ja nicht umsonst 44 Stunden runter, ne? So, dann würde ich sagen, schicken wir den Typen erstmal hier auf Fahrt. Und dann werde ich mich erstmal für die heutige Folge bedanken. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall, meine Guten. Wir hören uns und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich auf jeden Fall extrem darüber freuen. Und ja, dann hören wir uns dann schon relativ zeitnah zur nächsten Folge, ja? Schlaft gut, habt einen super Tag. Euer Dr. Grox. Ciao.